OÖO. Oberösterreich Originale. Der Podcast. Mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Er nennt seine Motorsägen Jacqueline und Jennifer und kann mit ihnen umgehen wie kein zweiter in Österreich. Herbert Danzer aus Kirchheim ist österreichischer Staatsmeister im Kettensägenschnitzen. Das heißt, er schnitzt mit Motorsägen aus groben Holzblöcken kunstvolle Figuren. Er nennt sich selbst Motorsagler und vor 10 Jahren ist der Kettensägen komplett verfallen. Die erste gibt es ja gar nicht mehr. Also wir haben Schluss gemacht, sagen wir so. Jacqueline oder Jennifer, irgendwie so ist es genannt. Mittlerweile hat Herbert Danzer 12 Stück Kettensägen daheim, von der zarten Akkusäge. Hört sich eigentlich an wie Ventilator irgendwie, wenn man es mich fragt. Bis zum fetten Teil. Ah, ich habe mir jetzt die Woche einen Rappel gehabt und ich habe mir einen neuen Motorsack geleistet. Es ist ein und kein ein 50 Kubik-Sack. Das ganz neueste Modell. Boah, ja, da geht es wieder Teufel. Damit schnitzt der 39-Jährige aus groben Holzblöcken filigrane Figuren. Wenn du mit zuvorfährst, da steht eine Meerjungfrau neben der Straße. Da habe ich meine Freundin damals verewigt, die schaut ähnlich aus, außer mit der Fischschuppen halt. Ne? Also das ist sicherlich mit Abstand die emotionalste Figur. Der bisher größte Auftrag ist sogar aus Kuwait gekommen. Da hat der Motorsagler für eine Eishalle dort 9 große Tierfiguren aus Holz geschnitzt. Also einen lebensgroßen Eisbär und ein Eisbärjunge, so einen lebensgroßen Wolf. Das wird jetzt da unten aufgestellt oder in der Eishalle da in Kuwait und war ein großer Auftrag, wie ich noch nie gehabt habe. Ich krieg die Bilder zugeschickt und das freut mich halt auch wieder, wie ein kleines Wachkatzel beim Nussklamm. OÖO. Oberösterreich Originale.